Jö, dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen oder machen wir ganz kurz die Ausrüstung. Was haben wir noch so zu erledigen? Hier sind die ganzen Platten in Arbeit, okay. Alle in Arbeit. Schön, irgendwo war noch eine Platte, die nicht fertig war. Ach stimmt. Nein, jetzt habe ich rangezoomt. Obwohl, das geht so einigermaßen. Keine komischen Flackereinheiten hier oben und man sieht mehr. Ja, das lasse ich doch mal so. Also, ein Raum hier unten fehlte noch. Und oben links auch noch. Das heißt, du kommst weg. Und du kommst auch weg. Und neue Bodenplatten. Zick, zick. Da wächst auch schon wieder ein Pilz. Und ich kann nicht, weil dein Bett im Weg ist. Na gut, also was wir in dieser Folge machen wollen, ist den Hammertrupp erstellen, den Crossbowtrupp erstellen und die Uniform für den Crossbowtrupp. Wobei ich da jetzt überlegt habe, dass ich einfach den Standard benutze. Es gibt nämlich ein Archer-Preset. Es gibt einmal ein Lederuniform, Metalluniform und Archer-Uniform, wenn ich mich richtig erinnere. Und in der Archer-Uniform ist dann halt einfach irgendein Crossbow, irgendeine Lederrüstung für jeden Slot und das war's. Und das reicht ja eigentlich auch, weil die dürften eigentlich nicht in Nahkampf kommen. Und ich hoffe einfach mal, dass sie mit der Lederrüstung auch schneller weglaufen können. Wenn sie es denn auch tun. Aber wie ich meine Zwerge kenne, würden sie dann mit der Armbrust in Nahkampf gehen und auf den Goblin einschlagen. Ach ja. Oh, da unten links fehlen auch noch Räume. Und da sind keine Betten im Weg. Das wird doch sofort ausgenutzt. So, Granitblöcke, 99. So muss das sein. Das bleibt jetzt auch hoffentlich ganz lange, 99. Nee. So, das. Aber dafür sind sie wenigstens schön weit oben in der Liste. Also ja, das will ich diese Folge machen. Dann gucken wir mal runter zu unserem Brunnen. Auch wenn noch nicht wirklich viel Zeit vergangen ist. Ah, doch, geht. Setzen wir schon mal da. Oh, da ist so viel Gold. Aber wir können mit dem Gold nicht wirklich viel anfangen. Also noch nicht. Das heißt, wir setzen hier einfach die Türen rein. Und Fallen. Was haben wir denn so an Waffen über? Ich guck mal ganz kurz. Stocks. Da dürften die Elfen auch nicht mit reinspielen, weil die Elfen haben, glaube ich, keine großartigen Waffen dabei. Und ich hoffe einfach mal, dass die ganzen Goblins, die wir jetzt hier Nakidai gemacht haben, schön viele dabei hatten. Also Kupferwaffen müssten das dann sein. Waffen. Kupferpeitschen, Bronzepeitschen, Silberpeitsche. Ja. Irgendwo, wo eine richtig hohe Zahl ist. Iron Maces, die sind für unsere Eisenzwerge. Kupfer Crossbows. Ha, das sind die von den Goblins, nehme ich mal an. Aber wir haben eigentlich unsere Holzsachen. Ich drücke mal ganz kurz Tab, um zu gucken, was für die Qualität die Crossbows so haben. Also die Kupfer Crossbows von den Goblins haben anscheinend nur die Standardqualität. Bringt uns also gar nichts. Aber auch die Holz Crossbows sind nicht wirklich gut. Wir haben zwar einen recht hohen Carpenter, aber Carpenter und Crossbow Making sind zwei verschiedene Skills. Das heißt, er müsste da echt noch ein bisschen trainieren. Und Kupferbogen. Aber wir sollten keine Fernkampfwaffen in die Fallen reinbauen. Denn wenn man in diese Waffenfallen, die wir jetzt aufstellen wollen, Fernkampfwaffen reinsetzt, funktioniert das zwar. Die tackern dann schön los, alle auf einmal. Aber muss sie halt nachladen. Und dafür muss erstmal ein Goblin ankommen. Ein Zwerg ankommen, um die Waffen nachzuladen und dann ist er halt in Gefahr, von den Goblins angegriffen zu werden. Oder was auch immer durch den Tunnel hochkommt. Also würde ich sagen, wir nehmen erstmal die Peitschen oben, die werden wir eh nicht benutzen. Und die restlichen anderen Kupfersachen. Also hier Kupferspeere haben wir noch ein paar. Was haben wir noch? Kupferpiken. Also das sind Speere auch in der Richtung. Und Silberpiken. Oh weia. Silberhellebarden. Warum haben die alle so viele Silberwaffen? Das ist echt komisch. Aber ich weiß nicht, ob das mit den Nachtkreaturen zusammenhängt. Also von ein paar Versionen kamen mal halt diese Nachtkreaturen. Vampire und andere Untote, Trolle und so weiter. Die jetzt in der Nacht rauskommen. Vielleicht kann man die jetzt nur mit den Silberwaffen verletzen. Also ja, davon packen wir auf jeden Fall auch ein paar rein. Das heißt, wir drücken jetzt B, Shift-T, Weapon Trap. Setzen die da hin. Wir hätten gerne Chat-Mechanismus und jetzt können wir hier auswählen, welche Waffen wir reinstecken wollen. Wir wollen keine Holz-Trainingsaxt reinpacken. Nein, das bringt nicht wirklich viel. Bronze-Warhammer auch nicht.
Ich würde gerne eine bessere Übersicht haben. Das sieht doch schon besser aus. Also, Trainingsäxte, nein. Ja, eine Stahlkriegsaxt, natürlich. Silberdecker, das klingt doch gut. Keine Fernkampfwaffen. Wie deselecte ich? Z. So. Silberdolch, Kupferdolch, Kupferdolch, Silberdolch, Silberhellebarde. Bis zu 10 Stück kommen hier rein. Und das nutzen wir doch mal vollkommen aus. Das heißt, wenn ein Goblin jetzt auf die Falle tritt und sie auch auslöst, was ja nicht alle Goblins tun, aber wenn er sie auslöst, dann stechen alle 10 Waffen auf einmal zu. Das ist sehr tödlich. So, ich glaube, ich habe jetzt schon 10 ausgewählt. Ja, kann keiner mehr auswählen. Dann drücken wir jetzt D, dann Selecting und das war's. Machen wir noch eine vor die Tür. Auch Chair, das ist okay. Wieder X. Und wir hätten diesmal gerne Kupfer-Skimitar, Kupfer-Sword-Sword, Dagger-Dagger, eine Silber-Groß-Axt. Ja, das ist doch cool. Tritt drauf und kommt so eine riesen Axt runtergefahren, à la Indiana Jones. Pike, Pike, Peitsche. Was ist eine Scourge? Ich glaube, das ist eine Sense. Auch nicht schlecht. Oh, das war's schon. Ist jetzt übrigens auch eine gute Möglichkeit, unsere ganzen Krimskrams loszuwerden. Also ja, wir könnten noch einschmelzen, aber die Metalle, die dabei rauskommen, brauchen wir nicht unbedingt. Also Silber und Kupfer können wir nicht ganz so viel mit anfangen. Und da hat man auch lieber ein paar lustige Waffen. So, Speere, Hellebarde. Warum kann ich die nicht auswählen? Ach, die haben wir wahrscheinlich schon für eine andere Falle benutzt. Ah, das wird hier nicht angezeigt, das finde ich nicht so toll. Bronzespeer. Nö, kann ich nicht echt auswählen alles. Also komisch. Deselect all. Nö, die Falle breche ich mal ab. Der soll erstmal die anderen beiden bauen, dann gucken wir, was mal rauskommt. Anscheinend ist da wohl irgendwas buggy mit den Gegenständen. Das heißt, wenn man sie für eine Falle schon vorgesehen hat und eine neue Falle baut, sind diejenigen, die man schon vorgesehen hat, immer noch in der Liste mit drin. Na gut, das wird hier weiter gebaut. Der Brunnen ist also schon gut in Arbeit. Oh, warum blinkst du da? Oh, da soll eine Treppe runter gebaut werden, aber es ist keine Treppe nach oben da. Nee, noch schlimmer. Hier soll gechannelt werden. Ja, das wird nix. Da habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht. Also wenn er hier channeln würde... Normalerweise wird dann hier eine Etage tiefer, also hier eine Rampe gebaut, aber hier ist Luft. Da ist gar nichts. Das würde gleich runterplumpsen in das Wasser da. Also meinert er hier durch und wir bauen hier von Hand mit B, C... Probieren wir es mit einer Rampe. B, C, R. Warum bist du jetzt hier? Wir müssen genau da eine Rampe bauen. Und zwar aus Granitblöcken, damit sie schön schnell hier hinlaufen. So, also da kommt jetzt eine Rampe hin. Hier. Und eine Etage höher ist dann ein Feld frei, wo die Rampe eigentlich raufgehen sollte. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Wenn nicht, bauen wir einfach dann hier eine Treppe nach unten, bauen die Rampe da ab und bauen hier eine Treppe nach oben. Das kriegen wir schon hin. Müssen aber auch alles machen, bevor wir oben durchbrechen. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob unsere Zwerge überhaupt da hinkommen können. Was gibt es da an Fehlermeldung? Kein Stoff, kein Stoff. Ja, ist okay. Kein Stoff, kein Stoff. Die sollten wir gleich alle mal abbrechen. Und unser Liberty Denied hat wieder keine Barrels mehr. Na gut. JM. Cloth Shirt. Remove, damit du nicht meckerst. Aber anscheinend kommen die zu der Rampe hier runter. Sonst hätte jetzt irgendein Zwerg gesagt, can't reach destination. Also, dass er hier nicht hinkommen kann. Das können wir also auch so weiterlaufen lassen. So, jetzt aber der Militärtrupp. Wir haben keinen Trupp. Wir hätten gerne einen neuen. Und zwar den Hammertrupp. Da wird auch gleich der Unaussprechliche sofort ausgewählt, standardmäßig. Weil er halt Captain of the Guard ist. Und wir hatten, glaube ich, noch einen Hammerzwerg, Webster. Gucken wir nochmal durch. Der Rest waren alles die Crossbows. Genau, X-Bow. X-Bow. Und das war's auch schon. Also unser Hammertrupp ist momentan recht klein. Den werden wir später natürlich noch ausweitern mit den ganzen Haulern, die so über sind. Aber das kann warten.
So, Uniform hatten wir auch schon standardmäßig ausgewählt. Ist hier alles dabei? Sehr schön. Das heißt, Escape. Nochmal M und wir hätten gerne noch einen Trupp. Create Squad. Und jetzt nehmen wir hier Archer. Wer war der Anführer des Archer-Trupps? Das war Giga Games. Suchen wir den mal. Der müsste eigentlich auch X-Bow vom Namen haben. Da. GGGGMS. Das wird Giga Games sein. Und da hatten wir noch ein paar mehr zugeordnet. Wo sind die jetzt alle? Einer. Ich springe mal ein bisschen schneller durch. Da ist jetzt irgendwas faul. Wir haben nur zwei Hammerzwerge und zwei Crossbow-Zwerge. Na gut, das Wichtigste ist, dass der Trupp erstmal steht, damit wir die ganzen Leute zuordnen können. Zu den verschiedenen Trainingshallen. Aber da müssen wir gleich nochmal in die Einheitenliste gucken. Aber erstmal Pause. Hier. Rain of Lansing und Fenced Gulfs. Wer ist jetzt was? Also, unser Rains of Lansing. Rain ist eigentlich, wenn man über etwas herrscht. Und Lansing? Uff, gute Frage. Lance ist eine Lanze. Aber was Lansing ist, also jemanden lanzen, würde sich so anhören, als wenn man mit jemandem mit einer Lanze aufspießt. Also die Herrscher des mit der Lanze aufspießens, das sind unsere Hammerzwerge. Und die eingezäunten Gulfs. Gulf ist ein großer Strom oder Fluss. Also, die Herrscher des mit der Lanze aufspießens und die eingezäunten Flüsse sind dann unsere Crossbows. Und nein, man kann die, glaube ich, nicht umbenennen. Ich kann nochmal gucken. Oh doch, Name Squad. Ich glaube, das ging früher nicht, weil der Entwickler schon recht viel Wert auf den Random Name Generator Wert gelegt hat. So, du bist jetzt unser Hammertrupp. Das klingt ja schon fast langweilig. Nee, das können wir so nicht machen. Also, ihr seid jetzt die... Wie hießen die Alten? Färbemittel. Was für Färbemittel? Na gut, erstmal sind es... Oh, das R sieht ja komisch aus. Das lassen wir mal. Das sind jetzt die Färbemittel. Und das hier sind unsere Elfenbein... Was war der letzte Teil? Elfenbein-Lanzen? Elfenbein... Ich glaube Lanzen. Die Elfenbein-Lanzen. Das sind unsere Crossbow-Leute. Die Färbemittel sind unsere Hammerzwerge. So, das werde ich mir auf jeden Fall merken können. Die Färbemittel dürfen hier nicht schlafen. Sie dürfen aber trainieren. Sie dürfen ihr Equipment hier lagern, das Squad-Equipment hier lagern. Und das reicht. So, der andere Trupp kommt hier unten hin. Hier unten müssen wir aber dann auch noch ein paar Kisten hinstellen, damit sie ihre Ausrüstung hier lagern können. Und ich weiß gar nicht, ob wir die hier auch wirklich trainieren lassen sollen. Also trainieren ja an den Schießständen, aber den Rest, also ob wir ihre Ausrüstung hier lagern wollen und so weiter. Ja, doch. Sonst müssen die mal hoch und runter rennen, das wäre ja auch albern. Also machen wir hier draus eine Archery Range. Und die Elfenbeinlanzen sollen hier trainieren. Elfenbeinlanzen trainieren. Elfenbeinlanzen trainieren. Und den mache ich jetzt ein bisschen größer, damit sie hier auch andere Trainingseinheiten abhalten können. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Mit den Armbrustschützen habe ich noch nicht so viel gearbeitet in der neuen Version. Gucken wir einfach mal. Also jetzt machen wir hier trainieren, wie die anderen dreien auch. Aber auch Equipment und anderes Equipment hier storen, also lagern. Dann, und wir bauen dann dementsprechend noch Container hier hin, damit sie ihr Zeug auch einlagern können. Das kommt denn hier an die Rückwand. Chert-Koffers. Ja, die sind zwar braun, aber sind die Schießstände auch, das passt schon. Und jetzt sind die Chert-Koffers wieder weg. Wollen wir doch alle veralbern hier. So. Chert-Koffer, das müsste auch schon längst reichen. Dann müssen wir gleich nur noch überprüfen, ob die auch wirklich jetzt in dem Raum mit drin sind. Also von der Größe her. Und ja, auf jeden Fall. Gut. Das wird also auch gebaut und eingestellt und so weiter. Dann müssen wir gleich noch die Trainingspläne aufstellen. Gucken, wie das unten mit den Fallen aussieht. Und die Elfen endlich nach Hause schicken. Na also, hauen schon von alleine ab. Sehr schön.
machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.